Hallihallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, ich war daheim, also ich war beim Händler, ich war daheim, hab noch ein bisschen was gemacht. Wie ihr seht, Tag 35, heute Nacht 10 Uhr. Ich habe mir überlegt, bin ein bisschen rumgefahren, habe mir überlegt, komm, wir waren noch nicht im Foodmarkt, lass uns in den Foodmarkt gehen, da nochmal ein bisschen für Ordnung sorgen und dann werden wir so gegen, ja, ich denke 17, 18 Uhr werden wir dann zur Hortebase verlegen, dann gucken wir nochmal, ob wir irgendwas machen können. Und dann starten wir dann noch direkt in die Horde nach durch. So. Dann verschaffen wir uns erstmal Zutritt hier. Das sind, glaube ich, mehrere, ne? Ja. Hätte ich vielleicht vorher schon machen sollen, ne? Warum? Was habe ich getan? So, was ist hier los? Oh, das ist so laut. So. Hier sollten wir vielleicht ein bisschen aufpassen, was wir mit unserer... Hier ist ja alles zu. Hier ist ja alles zu. Alles. Oh, Pillen. Hup, hup. Medikamente kann. Oh, ist denn hier Plastik drin? Das ist ja auch bescheuert. Das war schon wieder. Hier mitten durch den Baum. Ist natürlich auch geil, du siehst halt nichts, ne? Mach halt auf. Komm doch raus. Komm doch raus. Zack. Okay, die Axt ist gar nicht mal so schlecht, ne? Einmal den Kopf kauen. Hier ist ja auch ordentlich was drin. Hier ist eine Chemiestation. Die können wir gleich mal so mitnehmen. Einmal einpacken, bitte. Einmal zum Einpacken. Also es ist auch nicht blau, sondern eher lila. Aber gut, finde ich jetzt nicht schlecht. Ja, der Baum, der nervt auch so ein bisschen maximal, ne? Und wo wächst denn der? Weiß auch wieder keiner, ne? So. Tatütata. Das Ordnungsamt ist da. Digga, hier ist nix. Hier ist nix. Hier ist gar nix. Ist hier mal gar nicht gelohnt. Also, was gibt's hier? Oder ist drin? Nein. Hallo, weg. Ist das irgendwie. Oh, hier. Getränke, Junge. Kaffee. Jugo. So, hier ist schon wieder Ende. Hier ist schon wieder Ende Gelände. So. Dann lass uns mal da oben gucken. Ja, das ist ja nichts. Da ist ja nichts. Hier ist ja nicht viel los, ne? Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass hier mehr los ist. Ah, guck mal. Die Shotgun gefällt mir schon sehr, muss ich wirklich sagen. Die gefällt mir schon sehr. So. Oh, eine Toilette. Eine Toilette. So, was haben wir hier? Schon wieder ein Feuer. Gibt nichts drauf. Also ist ja jetzt nicht so ergiebig, muss ich hier leider gestehen, ne? Ich hatte irgendwie eine Erinnerung, dass hier mehr los ist, oder? Hier unten waren wir, oben waren wir, hier ist noch ein bisschen was, ne? Aber ansonsten... Ist hier jetzt nicht so der Burner. Hier ist nicht so der Burner, habe ich gesagt. Ja, ich sag mal so, wenn du nichts mehr zu essen hast, dann macht das vielleicht Sinn, hier mal reinzugehen, aber jetzt... Der große Loot ist hier jetzt nicht, ne? Na toll. Wir haben jetzt so schön ausgemalt, dass wir hier jetzt ein paar Minütchen miteinander verbringen. Und dann direkt zur Hordebase wechseln. Aber wenn das ja hier so wenig ist, dann... Können wir ja fast nochmal... Irgendwo einkehren.
Ja gut, wir haben ein bisschen was zu essen und zu trinken. Ein paar Medikamente ist schon okay. Aber jetzt... Das war's, ne? Hier vielleicht noch? Ne, halt auch nicht, ne? Da ist halt eh nix. Das ist ja jetzt... Jetzt fast ein bisschen traurig, ne? Da bin ich ja jetzt fast ein bisschen traurig. Ja. Hier waren wir auch schon drin, ne? Beim Bären waren wir auch schon. Waren wir hier schon drin? Bestimmt, oder? Ne, sieht aber nicht so aus. Ja, ich meine, die Autos haben wir schon weggelootet, aber... Ansonsten... Gehen wir halt hier noch rein, ne? Dann gehen wir halt hier noch rein. Machen wir da noch ein kurzes Ründchen. Da nehmen wir aber nur... Hier ist er. Servus. Hätte gern zwei Chicken McNuggets und vier Cheeseburger. Alter! Mädchen, warum sind die alle so feral hier? Was ist denn los? Ich bin jetzt aber nicht okay. Nur noch Ferale hier. Die sich einfach weggedreht hat. Hallo? Jetzt nur nicht übermütig werden, Fräulein, ne? Jetzt nur nicht übermütig werden. Ist da noch eine Kasse zu? Nein. Irgendwas Sinnvolles in den Regalen? Auch wieder nur Essen und Trinken, ne? Irgendwas Schönes ist hier auch nicht. Ach, hier waren wir schon. Da hat uns doch der letzte Sekunde so erschreckt hier. Da war's. Hier waren wir also auch schon. Ich erinnere mich. Naja, immerhin, ne? Immerhin. So, hier war nichts, hier war nichts. So, scrappen, raus, scrappen. Scrappen, raus. 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 Nehmen. Nehmen. Na, lass uns alle Säckle da. Was ist denn hier los? Emsle. So, guck mal hier. Ja, hat sich ja schon gelohnt, ne? Hat sich ja schon gelohnt. So, kriegen wir... Okay, ne, da haben wir beide schon für die drauf. Ne, das war's, ne? Das war die ganze Geschichte. 13 Uhr. Ist ja hingefallen. Ah, wisst ihr was? Wir machen es jetzt ganz einfach. Ich drive jetzt noch ein bisschen hier rum, fahre noch ein bisschen heim, mache alles offscreen ein bisschen schön und dann starten wir so gegen ja, 21.30 Uhr, 21.45 Uhr sehen wir uns wieder, dann starten wir in die Horde-Nacht, weil ansonsten verbrauchen wir hier einfach zu viel Zeit. Krebsel jetzt noch ein bisschen für mich hier rum, mache noch ein bisschen was und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann um 21.30 Uhr, 21.45 Uhr und gucken uns mal an, ob unsere Horde-Base auch wirklich so das verspricht, das hält, was sie verspricht. Und dann schauen wir mal. Okay, gut. Dann sehen wir uns gleich. Bis dann. Tschüss. So, da sind wir wieder. Es ist 21.41 Uhr. Oh Gott, ich hab so Schiss. Ich hab so Schiss, Leute. Ich hab echt so Schiss. So. Alle an. Oh, mir malt so der Stift, ne? Ich kann's euch gar nicht sagen. Ich kann es euch nicht sagen. Ich bin so gespannt. So, hier, hier, hier. Passt alles. Okay, haben wir schon 20 Mal überprüft. Moped habe ich hier wieder rausgestellt, dass, wenn alle Stricke reisen, wir uns hier verzwiebeln. Alter, hau ab, jetzt läuft hier noch eine Wanderhorde durch. Um 21.51 Uhr krebselt hier noch eine Wanderhorde durch.
Wie asozial. Ist ja auch voll mies, ey. So. 4. 3. 2. 1. 0. Oh Gott. 32 Zombies. Da kommt schon mal der erste Geier. Bam. Wir kommen mit 32 Zombies pro Schwarm. Ich bin gespannt. Zack, der erste hat sich schon mal durchgekrebselt. Zack. Jawohl, durchgeschnitzelt, sehr gut. Hä, was mit unserem Stupsi? Ja, wir brauchen auf der anderen Seite auch noch einen Stupsi. Ne? Das hilft alles nichts. Boah, die kommen halt schon besser durch, ne? Da geht halt schon mehr. Jetzt müssen wir halt aufpassen, dass wir unser eigenes Zeug nicht kaputt machen. Oh, siehst du? Hä, was ist denn hier? Nein, Halvi! Boah, Alter. Ja, das ist halt schon eine andere Hausnummer, ne? Das ist halt schon eine andere Hausnummer. Was ist denn jetzt? Boah, Alter. Stimmung! Gott, dann wird die Munition echt eng, das sah ich jetzt schon. Das weiß ich jetzt schon. So. Ah, das bringt nichts. Boah. Da müssen wir auf jeden Fall noch was machen, ey, da vorne. Da kommen mir zu viele durch. Boah. So schnell. Aufladen. Ah, komm, 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 lad doch schneller. Gibt's da irgendeinen Skill, um schneller nachzuladen? Ich glaube schon, ne? Ja, die laufen alle weiter drüben, ne? Ich meine, die Dartchips machen auch schon gute Arbeit. Komm, lad nach. Boah, aber das ist halt schon eine andere Ausnahme mit 32, ne? Wir brauchen auf beiden Seiten einen Stupsi. Ja. Wir müssen die Stupsis skillen. Man guckt, er erwischt schon gut viel. Weil die brennen ja auch schon sehr gut. Oben das Geschütz macht auch schon gut mit. Zack. Ah, die Autoschrotze sind auch schon nicht schlecht, ne? So, lass mal ganz schnell. Machen wir kurz auf. Hä? Nein! Ich hab gedacht, das kann man mit den Elektroparts. Oh, fuck off. So. Mal kurz nachladen. Was mit dem Stupsi? Stupsi arbeitet sehr gut. Stupsi arbeitet, macht seinen Job sehr gut. Boah, Alter. Die Feralen sind halt noch immer Hausnummer mehr, ne? Aber die Automatik-Schrotflinte ist schon... macht schon einen guten Job. Also wir müssen mehr mit der AK machen, da haben wir viel mehr Munition. Zack, zack, zack. Boah, stell dir mal vor, wenn jetzt dann noch die Demolisher kommen würden. Also. Ja, Stupsi macht schon einen guten Job da vorne. Sieht gut aus. Kurzer Schritt zurück. Geschütz arbeitet auf, jawohl. Okay. Der hat sich da mal reingewurschtelt, sehr gut. So, Aufnahme läuft, hoffe ich. Ja, okay, gut. Oh Gott, das wäre jetzt gewesen, ey. Einfach mal reinholzen. Einfach mal reinholzen. Ja, aber von den Kapuzen-Johnnies kommen ganz schön viele. Was ist denn, was ich vergessen habe? Ich wollte den hier noch. EP-Zuwachs. Ist natürlich nicht schlecht. Dann können wir hier gut aufleveln, wenn wir die hier fertig machen. Boah, guck mal. 57.000, was ist denn jetzt los, Alter? Boah. Okay, die Dartships vorne machen auch ihren Job. Sehr gut, komme ich da hin? Ja. Oh, Munition, sehr gut.
Au! So, zurück. Sehr schön. Wow. Kurz was nehmen. Hey, 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 beruhig dich. Also mir kommt es manchmal so vor, als ob er ganz schön langsam ist, ne? Warum auch immer. Boah, die AK ist auch schon gut durch. Schnell, 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 schnell. So. Wobei, guck, dann lass uns mal schnell die AK reparieren. Sehr gut, AK ist wieder soweit. Zack, schnell die Lootsäcke nehmen. Boah, alter Schwede, ey. So. So. Ah, das ist natürlich schon jetzt echt eine andere Hausnummer. Ich kann es nur noch wiederholen. 32 Zombies. Leck mir am Arsch. Da geht schon was. Da ist auf jeden Fall schon mal hier was geboten. Aber... wenn jetzt ein Stupsi noch auf der linken Seite von uns gesehen ist, dann wäre es perfekt. So, lass mal kurz gucken. Oben das Geschütz arbeitet auch. Zumindest so ein bisschen. Boah, scheiße. Boah, jetzt kommt grüne, Vorsicht. Nein, 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 komm, 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 komm. Mach doch. Ah, diese scheiß Spinnenviecher, ne? Warum? Also Geier sind da ganz schön am Start hier oben, ne? Aber warum schießt das Geschütz nicht? Oh, muss ich wieder nachladen. Warum schießt denn das Geschütz nicht? Das verstehe ich nicht. Ach so. Ich bin auch ein bisschen blöd, ne? Oh Mann, ey, bin ich doof. Ich hab mir die ganze Zeit das Ding ausgehabt. Aber was ist mit dem Geschütz? Verstehe ich nicht. So. Mach extra einen Zaun hin, dann vergesse ich den auch noch, ey. Ich mach mir noch einen Hatten, ey. Also das verwundert mich jetzt ein bisschen, warum das nicht geht. So, dann sieht die ganze Geschichte schon mal wieder ein bisschen anders aus. So, zack, zack. Hä? Jetzt einfach durchgeprügelt. Ach so, weil es in die völlig falsche Richtung ausgerichtet ist. Was ist denn jetzt hier? Boah, Alter. Ja, was ist denn hier? In die Richtung. Schnell wieder rein. Geh doch. Oh, was ist denn jetzt hier? Was ist denn das für eine Scheiße? Boah. Also gut, hier... hält es echt gut auf, muss ich wirklich sagen. Also was war denn das gerade für ein Scheiß? Gerade voll gehangen. So, jetzt macht das vielleicht auch Sinn. Warum auch immer die Waffe falsch ausgerichtet war. So, die Schrotze schießt noch wie wild. Was ist das?
Ingana macht nur den Klopfer hier. Ah, okay, es war so nicht. Das war es. Hi! Das ist die Wanderhorde, die da noch rumläuft, ne? Hier unten nachher. The green one. Alter! Die Datsche, wie ihm einmal den Kopf weggesäbelt hat. Richtig nice. So, Eisenbarren sehr gut. Kohle auch sehr gut. Okay, jetzt haben wir kein Eisen mehr. So war's das? Ernsthaft? Warum auch immer man hier nicht rauskommt, ich check's nicht. War's das wirklich schon? Freundchen, du hast mich ganz schön im Stich gelassen, da bin ich ganz schön enttäuscht, ey. Du hast mich ganz schön im Stich gelassen. Oh, da ist noch ein Holz. Warum? Habe ich noch Eisen? Ja. Sehr gut. So. Ja, okay. Tür zu. Zack. Zack. So. Dann guck mal doch mal. Oh, Hallöchen. Da ist ein bisschen Loot. Also ich muss sagen, es ging doch schneller als erwartet. Oh, da ist er. Gut Munition drin. Komm her. Zack, pass mal auf. Hier ist auch nicht so viel durch, ne? Knapp 500 bloß. Oh, hier sind aber auch noch einige gestorben. Da hat der Schubs hier aber ganz schön losgelegt, ey. Warte mal kurz. So kurz ein bisschen Munition wieder loswerden. Da hat aber Schubsi ganz schön durchgedreht da vorne. Hat man gar nicht so mitgekriegt. Oh, du. Du und du. So, warte, du bleibst da. Du kannst noch mit rein, du kannst noch mit rein. Du bleibst hier. Dann kannst du wieder rein, du und du. Essen kann auch mal mit rein. Ich muss da, glaube ich, noch andere Kisten reinmachen. Damit du ein bisschen sortieren kannst hier. Zack, dich haben wir nicht gebraucht. Sehr gut. Dich haben wir zum Glück nicht gebraucht. Einwandfrei. Dich auch nicht. Zack. Komm, lass mal einen Schluck essen. Einen Schluck essen. Lass mal einen Schluck essen. Das ist auch immer sehr gut, wenn man mal einen Schluck isst. Schwierig. Oh, eine 6er Pistole. Eine 6er Pistole. Sehr schön. Ein bisschen was zum Verkaufen. Was zum Einschmelzen. Noch was zum Verkaufen. Noch mehr zum Verkaufen. Noch mehr zum Verkaufen an Munition. Noch mehr zu verkaufen. Man irgendwo noch was Einzelnes zum Essen. Hier. Zack. Alter, hier liegt noch mehr. Hier liegt noch mehr! Lernen. Schubsi. Oh, Einserhelm. Schubsi, ich bin stolz auf dich. Ich bin wirklich stolz auf dich. Du hast hier super Arbeit geleistet. Oh, nein. Oh Gott. Das war eine einzige. Das wäre es jetzt gewesen. Scrappen. Zack. Nicht schlecht, Herr Specht. Also, es war echt super. So, was sagt denn... Alpha wird Game Stage 102. Ja gut, das passt noch. Gut, der EP-Zuwachs, der war gut.
Der Getränk war gut, der EP-Zuwachs war auf jeden Fall nicht schlecht, da haben wir ordentlich EP gemacht und sind nochmal gut aufgelevelt, zwei oder drei Level, glaube ich, also nicht schlecht. Fisch gut, sehr gut. Also, Hordenbase noch weiter aufstahlen. Ich bin am überlegen, ich habe halt vergessen, die Zäune zu machen, nicht Dödel, ne? Wenn ich die Zäune gemacht hätte, dann wäre alles gar nicht, hätte sich gar nicht so gestaut. Einfach nur vergessen, die Zäune anzumachen. Ansonsten läuft alles. Das Einzige, bin ich echt am überlegen, ob ich vielleicht hier noch zwei Schnitzler hinmache, ne? Das wäre vielleicht die Überlegung, hier vorne noch zwei Schnitzler hin. Oder hier noch einen hin, nach unten, dass wenn sie hier hochhüpfen, dann gegen den Schnitzler hier springen. Das wäre vielleicht noch eine Überlegung. Nervt das? Nee, ne? Das wäre vielleicht noch die einzige Überlegung, die wir machen könnten. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee. Ansonsten, der Scheiß kann raus. Das muss mit, das muss mit. Der bleibt da. Das muss mit. Dafür bleibt das da. Zack. Ja. So, dann driven wir mal kurz heim. Bam. Voll auf die Klöten. So. Huch. Ja, war doch eine entspannte Hordenacht. Schneller, als ich gedacht habe. Aber läuft. So. Dann werde ich jetzt daheim noch ein bisschen rumkuscheln. Dann zum Händler fahren. Das Zeug verkaufen. Und dann würde ich fast sagen, dass wir in der nächsten Folge mal wieder eine schöne Quest machen. So, du. Dich webe ich mal auf. Du kommst noch weg. Da kommt die Kohle noch hin. Das kommt noch weg. Dün. Sehr gut. Und dann hätte ich fast Bock. Red Mesa. Was ist denn Red Mesa? Installation Red Mesa. Entweder das oder das Wasserwerk. Wobei ich fast mehr Bock aufs Wasserwerk hätte. Machen wir in der nächsten Runde das Wasserwerk, oder? Ja, ne? Hat man ja schon die ganze Zeit vor, machen wir in der nächsten Runde das Wasserwerk. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir Feierabend an der Stelle. Ich muss wirklich sagen, Horde Base hat sehr gut funktioniert. Sehr, sehr gut. Also da können noch die ein oder andere Horde kommen. Bis die Demolisher kommen, dann müssen wir mal gucken, ob wir vielleicht irgendwie den Laufweg ein bisschen länger machen. Aber das schauen wir dann nochmal. Okay, gut. Dann danke recht herzlich, dass ihr wieder mit dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch was. Euer MorbusLP. Ciao, ciao.